Servus die Mann und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs, eine kleine Runde, werde aber nur zu meinem Lager schauen, ein bisschen den Schnee ausnützen. Wir haben minus 2 Grad und eventuell eine Kleinigkeit kochen und ja, schauen wir, was sonst noch ist. Das Wetter ist halbwegs okay. Schnee liegt auch, also schauen wir ganz einfach. Ja, ich habe heute auch nur die Actioncam dabei. Die muss heute reichen. Ich wollte nicht was gut welches Zeugs heute durch die Gegend schleppen. Ja, an und für sich macht ja gute Bilder. Der Ton sollte auch halbwegs passen. Ja. Ja, schauen wir, was auf uns zukommt. Ja, und hier kann man auch schön sehen. Auch die Tiere verwenden natürlich die Wege. Nein, nicht. Warum sollen sie sich schwerer machen durchs Gestrüpp, wenn es auf Wegen genauso angenehm ist? Ja, da sieht man natürlich extrem gut, was hier alles unterwegs war. Echt super. Ja, beim Lager angekommen und auch hier ein paar Tierspuren. Aber sonst alles Paletti hier. Ja, noch alles da, wie es sich gehört. Ja, jetzt werden wir mal aufbauen und dann schauen wir mal weiter. Ja, Freunde, ich habe heute einen neuen Hobo dabei von Patrick, nämlich den WTB Auto Equipment Hobo. Und den werden wir heute das erste Mal befeuern. Und an dieser Stelle noch einmal danke, Patrick, für den tollen Hobo. Ja, was gibt es heute? Ich werde mir heute ein paar Nudeln machen. Fleckchen, Hörnchen, keine Ahnung, was das ist. Schellen. Und ja, ich habe das gesehen beim Eno. Kanal Buschkraft Oberland und da habe ich einen Gusto drauf bekommen. Also Nudeln, Pesto drüber und dann noch Parmesan und pff, das passt. Ja, jetzt gehen wir mal Holz sammeln für das gute Teil, weil den werden wir heute einmal anwerfen. So, auf geht's. Machen wir noch ein bisschen Kleinholz. Da geht's schon dahin. Ja, das ist jetzt der Hobo. Da sind drei Schrauben dabei. Die kann man hier als Füße eindrehen. Muss man wahrscheinlich bei diesem Wetter, sind die quasi Chink wie Nudel, also egal. Die wird man hier nicht brauchen, denn es passiert ja unterisch nichts. Ja, dann kommt das Teil noch drauf. Und oben drauf noch das Kreuz. So, zu dem Kreuz muss ich noch dazu sagen, ich habe mir erlaubt hier, man sieht ja vielleicht den Unterschied, ich habe die um 5/10 größer ausgeschliffen zur Mitte zu. Die sitzen normal komplett satt und passend drauf. Das hat der Patrick absichtlich so gemacht, dass man den Hobo, auch wenn er heiß ist, hier mit zwei Stöckchen drunter fahren kann und das ganze Teil abhebt. Ja, ist sicher nicht schlecht. Ich will lieber gemütlich aufstellen, ohne dass ich hier beim heißen Hobo was machen muss, und nehme dann zwei Hölzchen und hebe ihn einfach so ab. Ja, aber jetzt zünden wir das Teil einmal an. Ja, ich werde hier ganz einfach mein Gitter drunter stellen und stelle den drauf, dann steht er genauso gut. Ja, ich habe hier nun schon Kleinigkeiten hineingegeben, den Oberteil aufgesetzt,
damit er auch wirklich gleich einen Zug hat. Umzünden werde ich das Ganze wieder mit meinem Spezialzunderfüchschen. Da dürfte es kein Problem geben. Ja, jetzt brennt er mal. Ich habe hier auch rundherum gleich das nasse Holz aufgelegt. So kann es auch gleich abtrocknen. Ja, der Hobo brennt einmal. Schaut einmal nicht so schlecht aus jetzt. Hat etwas länger gedauert, aber ja. So, jetzt einmal etwas Wasser drauf. Für die Nudeln. So, das sind die jetzt und die geben wir jetzt gleich hinein. Die werden jetzt einmal gleich kochen. Ja, ich würde sagen, das ist fertig. Abgießen. Jetzt kommt noch ein bisschen Pesto dazu. Da werde ich aber nicht das Ganze nehmen. Das wäre zu viel. Ja, Freunde, schaut da mal hinein. Und jetzt noch Parmesan drüber. Ja, Freunde, und in dem Sinn, ich lasse mir das jetzt einmal schmecken. Mahlzeit, Freunde. Einfach nur, was sag ich mal, top. Ja, ich habe mich jetzt trotzdem dazu entschlossen, meinen Kaffee auf meinem Benzinkocher, denn den muss ich ja auch einmal testen, wie er sich bei Kälte macht. Da schauen wir jetzt einmal. Wir haben jetzt minus 2 Grad. Ich glaube, das Käfchen kommt schon drauf. Jawohl. Und da ist er auch schon fertig. Sehr gut. Ja, Freunde, in dem Sinn wieder mal alle Kranken und Daheimgebliebenen, die nicht raus können. Und dann natürlich an den Rest. Prost, Freunde. Ja, schmeckt mit der Kondensmilch, mit der gesüßten auch ganz gut. Also, bin recht zufrieden damit. Geht sehr gut, gibt es gar nichts zu motzen. Ja, ich stecke gleich einmal die Schrauben hier herein. Dann sind sie quasi ein bisschen arretiert gegen das Herausfallen. Den noch drauf und rein in sein Körberl. Fürs nächste Mal. Ja, was soll's, ist ja immerhin mein Plätzchen hier. Lassen wir's einmal so. Gut, fürs nächste Mal gehen wir. Kleines Fazit. Der WTP-Hobo funktioniert tadellos. Also mit trockenem Holz geht er perfekt. Habe ich dann auch gesehen. Naja, mit nassem Holz funktioniert am Anfang keiner. Wenn sie mal ziehen, dann kann man das drauflegen. Aber zum Anzünden braucht man schon trockenes. Ja, an den Sinn noch einmal Patrick. Danke, echt ein Top-Hobo. Gefällt mir gut. Ich werde ihn auch noch sicher mal verwenden mit dem Trangia oder mit dem Speedbrenner. Und ja, war natürlich auch mein Benzinbrenner wieder mal im Einsatz. Der macht auch einen tollen Job. Gefällt mir auch gut und ich denke, für den Winter ist der sowieso das perfekteste.
trockenes Holz finden, ist natürlich bei den Wetterbedingungen auch nicht einfach. Ja, Freunde, in dem Sinn sage ich wieder mal danke fürs Dabeisein. War heute auch wieder nur kurz. Werde auch vielleicht in Zukunft ein paar Videos weniger dazukommen, da ich mich um meinen jungen Welpen kümmern muss. Aber ja, alles hat Prioritäten. In dem Sinn trotzdem wieder danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende. Nutzt das Wetter aus und Servus die Mauern und viert euch die